Also es gibt ja so gewisse Teile an einem Mann, die jeder hat, ne? Beim Olvi sind die halt nicht ganz so groß. Von was reden wir denn? Optimistisch vielleicht 9 mm. Ich mache jetzt einfach Start. So, 3, 2, 1. Hallo, ihr Helden! Es geht mir gerade auf den Sack so. Leute, ich muss euch was sagen. Hier. Ich habe vorhin Salos gesagt, alter Digga, in deiner letzten Folge hast du schon Fridolin einmal geschlagen. Haben wir ihn irgendwie verärgert, weil wir nicht gebetet haben? Kann es sein? Also erstmal, also pass auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Fridolin, High Five, passt. So geht es gar nicht. Wir müssen ihn jetzt anbeten, wenn wir nicht wollen, dass er die ganze Welt zerstört. Und dann meinte Zalos nein und hat dann direkt das Intro gemacht. Das heißt, wir werden alle sterben. Scheiße. Fridolin. Los. Willst du etwas zu essen? Das ist, als wäre es gemacht, was von dir kommt. Nein. Nein, das kannst du ihm nicht zeigen. Nein. Geh jetzt, weg. Ich will ihn doch nur an sich selbst verfüttern. Ich weiß nicht, wir haben ja letztes Mal mit dem Olvi dieses wunderschöne Objekt hier gebaut. Und ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier abgeht, sondern was ist jetzt damit? Wir wollten das zu einem Lagerhaus machen. Ich weiß nicht, ob wir es so lassen sollen oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja, dann mach's doch zu einem Lagerhaus. Ich werde dich hundertprozentig nicht abhalten. Echt nicht? Okay, dann werde ich mal unsere ganzen Sachen darüber umziehen und werde dann zufällig gerade sterben, als wenn ich 20 Stacks Dias in meinem Inventar habe. Du musst jetzt wissen, du bist jetzt hier live dabei bei Volres Kistenmanagement 4.0. Volres Kistenmanagement. Haben Sie die Schnauze voll von dem ganzen Trara mit den ganzen Kisten mit so viel Unordnung? Haben Sie die Schnauze voll, immer zu sortieren? Dann holen Sie sich heute noch Volres Kistenmanagement. Ja, das ist doch super, ne? 3 Stacks Holz sind jetzt für Kisten draufgegangen. Ey, super. Salos, das ist doch super, ne? Das ist echt geil. Ich finde das äußerst erregend. Oh, erregend. Kisten, ja, ja, geil. Ja. Ho, ja. Ja, doch, kann man so lassen, kann man alles so lassen, das passt doch schon so. Was baust du hier überhaupt gerade, Digga? Ich baue hier eine schöne, Plattform. So eine Sauna, hier tropft es schon von der Decke runter, ja, das ist ja super. Ja, das ist beabsichtigt, hier soll es ein bisschen feucht sein. Oh. Da gibt es ja eine Sache, die mich schon die ganze Zeit interessiert und ich glaube, es ist auch so eine Sache, die dem einen oder anderen Zuschauer unter den Nägeln brennt. Deswegen würde ich mal sagen, dass du es jetzt hier und jetzt einfach mal beantwortest. Wie ist Olvi im Bett? Warte mal, ganz kurz. Ich habe jetzt keine Zeit, wer immer da auch klopft. Ja, also ich habe mich da bis jetzt ja eher so ein bisschen zurückgehalten. Da habe ich bis jetzt noch nicht so offen drüber geredet. Das hat ja auch so einen Grund, weil... Ja. Also es gibt ja so gewisse Teile an einem Mann, die jeder hat, ne? Ja. Beim Olvi sind die halt nicht ganz so groß. Aha. Das ist halt einfach ein bisschen blöd. Ich weiß nicht. Ich wollte halt das offen zu euch sein und, Ja. Aber bis jetzt habe ich das halt nicht erwähnt, weil einfach ich dachte halt, ja, sonst wird der Olvi sicher noch gemobbt oder so. Ja. Das wollte ich halt dann einfach nicht. Ja, aber reden wir hier von extrem kleinen. Von was reden wir denn? Optimistisch vielleicht 9 mm. Ernsthaft, das gestaltet halt alles eigentlich ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, was hältst du denn davon? Weil das gestaltet unsere Beziehung wirklich ein bisschen schwer, weil immer wenn er so sieht, ich immer mit meinen 30 Zentimetern. Ne? Das ist halt einfach hart für ihn und das ist halt. Ja, klar. Hast du noch unverarbeitetes Holz? Unverarbeitet. Weil normal verarbeitetes habe ich schon. Guck mal in die Kiste. Ja. Vielleicht liegt da noch welches. Ich bin mir nicht sicher. Ja, da lagen 3 Stacks drin, aber da gab es so einen Zwischenfall mit Kisten, weißt du? Ach so, Ja. Dann musst du dir welche holen. Oh nein. Was ist das jetzt für ein Scheiß? Ich muss arbeiten. Das geht doch nicht so. Ja doch, das geht schon, aber ja. Ich heb mir sowas eigentlich immer für Livestreams auf, ne? Weil Holzhacken. Ich denke mir immer, die Leute von Twitch, die sind abgehärtet, die können auch mal so eine Scheiße vertragen. Aber dann am Ende muss ich es doch irgendwie immer in der Folge machen. Das ist voll Kacke hier, ey. Richtig Kacke. Das ist schon, ne? Dias sind halt begrenzt, aber Dias sind ja dann endlich. Das Projekt hier ist noch ja läuft. Jede Ressource eigentlich endlich.
Ja, aber ob dann das Projekt noch läuft, ist halt die andere Frage, ne? Also, da gibt es ja eigentlich dann noch so ein anderes Projekt, was da nämlich auch startet. Ich weiß nicht, inwiefern dann Skylife weitergeführt wird, während... Ja, stimmt, das also beste stimmt. Überleitung. Beste Überleitung, Alter. Ich meine, wir arbeiten ja schon an einem ziemlich großen Projekt. Das ist jetzt schon in der fast ein halbes Jahr in der Planung. Ich wollte nur mal ankündigen hier, die Leute, die sich die ganze Zeit verarscht gefühlt haben, weil ich schon in Good Life gesagt habe, ja, da kommt ja demnächst wieder ein großes Projekt hier. Und es ist jetzt immer noch nicht gestartet. Es liegt einfach daran, dass es ein fucking krasses Projekt ist. Es ist ein krasses Projekt, auf jeden Fall, ja. Es wird mega aufwendig und so. Also die Map ist 2000 mal 2000 Blöcke groß. Denkt jetzt nicht, dass es, da sagen die meisten, das ist ja gar nicht so groß. Ja, aber sie ist sehr detailreich gebaut, ja, sagen wir es mal so. Also es ist mehr alles sehr als cool. Das hier, also wirklich ja, mehr. Ja, weil das hier ist jetzt zum Großteil nur mit World Edit gemacht. Haben mich übrigens auch sehr viele gefragt, hey, gebt ihr die Map zum Download oder so und warum weiß ich nicht? Warum nicht? Aber es wollten die auch schon ziemlich viele in der Ursprungsversion halt haben. Also Leute, ne, nur für die es jetzt nicht mitgekriegt haben. Wir haben diese Map selbst gebaut, beziehungsweise Zalos hat die selbst gebaut und ja. Ja, also es haben mich nämlich einige gefragt, wo habe ich die runtergeladen? Gar nicht, die haben wir selbst gebaut. Also Zalos. Ich selbst gemacht. Ja, also, tut mir leid, ich... ich hatte ja. Halt Bock auf sowas wie, ich hatte halt sowas auf Bock wie auf Skyblock. Aber Skyblock, wissen ja die meisten von euch, Skyblock ist eine scheiß langweilige Sache. Wenn, zumindest zu Anfang. Und es bietet auch irgendwann muss Skyblock einfach aufhören. Da ist einfach Schluss mit Skyblock und dann passiert nichts mehr. Und das ist halt das Problem an Skyblock. Und deswegen wollte ich quasi eine andere Variante machen. Und da habe ich mich mal so 2 Minuten hingesetzt und habe mir da was ausgedacht. Ich würde mal sagen, das war's schon mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, was ich nicht glaube, denn diese Folge war sauscheiße, dann schaut gerne auch mal bei Bluchen und bei Olvi vorbei, vielleicht auch bei Randy, bei Zalos lieber nicht. Und für Zalos-Zuschauer schaut mal bei mir vorbei. Ich bin ein guter Typ, ich mache gute Videos. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig. Ich habe dein Intro jetzt verkackt und tschüss. Macht total nix. Cola und Pepsi sind absolut gleich.